Hallo, hier DarkSilver mit The Evil in der vorletzten Session, vorletzten Folge der heutigen Session, der 36. Folge. Ja, wir betätigen einfach mal dieses Ding hier. Wiederholt drücken, wow. Mag ich ja sehr sowas. Oh nein. So, dann können wir hier runter. Oh, oder wir bleiben hier oben. Oder auch nicht. Scheiße. Nein. Nein, du nicht. Mann. Ich muss mich heilen. Wir sind halt alles voll. Nein, was ist so dicker? Shit. Alter, willst du mich? Lauf. Warte mal. Ah, shit, jetzt habe ich das letzte davon verschwendet. Ah, da war schon eigentlich auch noch genug. Bang! Okay, komm. Okay, okay, okay. Kann ich hier einfach... Ach, da ist der. Ich... Ja, genau das will ich, dass er einfach nur sein Leben wieder hochheilt. Natürlich. So, das war's eigentlich jetzt theoretisch mit Gegnern. Und vorher war halt die Leiter nicht unten, deswegen jetzt ist er unten. Deswegen kann man jetzt noch nicht weiter. 100! Also für so eine Viecher, die noch extra Schüsse, extra Schusswaffen haben, finde ich, sollte man schon ein bisschen mehr bekommen. Okay, das war's. Achso, da komme ich jetzt gleich hin. Schön. Sind wir wieder recht knapp an Munition. Aber wir sind gut vorangekommen. Okay, dann werde ich jetzt hier erstmal... ich würde hier gerne... Ich will hier gerne rein. Geht das? Ach so, hier. Oh. Es ist so kurz davor beim Klingeln, also... Cut. So. Mal da die Chose. Mann, gib her! Okay. Jetzt nehme ich mal wieder das hier. Ich will einfach nur das da treffen. Gut, ich muss ja nur stehen bleiben. So, muss er nur auf
die so zielen und drauf schießen. Aber das war's schon. Oh je. Oh je. Alter, witzig. Nächster. Bisher läuft es ganz gut. Nur, dass ich jetzt so extrem wenig Schuss habe. Okay. Wehe, das lohnt sich nicht. Da ist jetzt hier der offizielle Weg. Da ist nichts. Oh, ich weiß nicht, was der offizielle Weg ist. Ich hasse sowas. Aber allerdings, die dürften eigentlich nichts fallen gelassen haben, also gehe ich einfach hier lang. So. Ich würde gerne da wieder hoch. Wahrscheinlich müssen wir dann da lang. Mann. Das Munition, verdammte. Weiß ich keine Möglichkeit, da wieder hochzukommen. Na gut, gehen wir weiter. 0, 0, 0. Ah, oh, weitere Schuss bekommen. Schön. Dann haben wir der Shotgun. Gut, gehen wir hier runter. Okay. Ups. Oh mein, oh Gott, wie, ich muss die ganzen Scheiße noch. Nein, eigentlich nicht. Ah, okay, das ist fair. Das ist sehr fair. Aber sicher, sicher. Dann übernehmen wir das auch. Falls es wieder schief läuft, ich mach mal. So, wir nehmen das erstmal alles auf. Ich bin neugierig. Okay. Was war das nochmal, F? Ich konnte es nicht gerade nicht sehen. Ich will hier runterfallen, ich will hier runterfallen, ich will nochmal. Na gut. Come on, dann machen wir das einfach so. Verdammt! Aber es geht, also man kann es machen. Ich muss nur beim nächsten Mal. Da haben wir noch so ein Dings. So, erstmal hier wieder umschauen. Steckt er hier in Kartenfragmente oder ähnliches herum?
Oh. Ich kann dieses Licht, diesen Lichtstrahl vom Leuchtturm von hier aus überall sehen. Es scheint alles zu durchdringen. Auch mich. Die Klinik entspringt nicht meiner Erinnerung und dennoch ist sie realer als alles, was ich hier erschaffen habe. War sie immer da? Das Licht verändert die Dinge. Es ruft. Es drängt zurück. Es zieht die anderen an. Sie denken, sie erreichen die Quelle, erlangen zurück, was sie verloren haben. Doch sie wissen nicht einmal, was das ist. Ei. So. Statistik hier, was wir sehen. Oh, 3 Schuss. Besser als nichts, würde ich meinen. So, wir machen das hier nochmal. So, Moment. E, mit E, alles klar. Aber ich bin da so raus, dass ich das nicht mehr so gut hinbekomme. Naja, egal, machen wir hier nochmal. Komm, wir haben genug davon. Dafür haben wir wieder Hirnmasse. Aber ob das ausreicht? Nee. Kein Spiegel diesmal? Wo ist das eigentlich, das Saxophon? Kampfhorn? Ach, keine Ahnung. So, ja. Ja, da muss ich mal meine Kamera wegmachen. Seit dem Unfall sind fast 6 Monate... Ich wollte nur gucken. Vergangen. Mira und ich leben uns Woche für Woche immer weiter auseinander. Ich muss stark bleiben, aber es ist so leicht... aber es ist so leicht, meine Gedanken im Whisky zu ertrinken, sondern es... Meine Arbeit nicht beeinflusst, kann ich in meine Freizeit tun und lassen, was ich will. Endlich hat sich Mira mir gegenüber geöffnet, aber ich bin nun noch mehr in Sorge um sie als zuvor. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, dass Mira allmählich paranoid wird und ihren Verstand zu verlieren scheint, oder dass ihre Vermutung, dass vorher sei kein Unfall gewesen, wahr sein könnte. Ich sollte ihrem Instinkt vertrauen, aber wenn sie recht hat, möge Gott demjenigen beistehen, der dafür die Verantwortung trägt. Interessant. Was? Schon wieder hier? Ich verliere den Verstand. Das hatten wir schon mal. Oh. Tada! Ich kann meine... Achso, ich kann meine so eine Maus nicht bewegen. Haben Sie etwas vergessen? Nö, bin nur auf der Durchreise. Und ich habe einen Schlüssel. Wartet ihr jetzt etwas von mir, oder, also, nur so. Verstehe. So, dann schauen wir mal. Vielleicht kriegen wir ja nochmal Hirnsuppe. Gel. Auch genannt. Oh. Gar nicht so übel. Hätten wir auch das wieder voll. Gut. Wir schauen nur noch mal, wie viele wir überhaupt haben. Vielleicht mache ich doch noch was.
Das ist nicht viel, aber ich schau mal gerade, ob ich hier irgendwie die Spritzenwirkung ein bisschen höher mache. Oder mache ich erstmal hier was? Scheinsmodifikate eigentlich. Gut, kritisch könnte man noch ein bisschen hochsetzen. 20.000. Kann ich mir sowieso momentan alles nicht leisten. Magnum-Munition. Die habe ich ja noch gar nicht auserwählt. Ich sollte bei Gelegenheit die mal auswählen, weil die ist eigentlich ziemlich gut. Scharfschützengewehrmunition. 10.000, das kann, haben wir noch nicht. So, nicht. Kann man es momentan auch nicht leisten. Ach komm, Mama. Oder mache ich hier erstmal. Achso, kann ich mir eh nicht leisten. Feuerrate ist eh egal. Nach der Geschwindigkeit ist mir auch Wurst. Hier kann ich eh jetzt nicht Witz machen, ne? Nee. Lass ich erstmal. Ich will nur mal kurz gucken. Mal genommen. Ja, muss ich dann gucken. Ich nehme aber trotzdem erstmal weiter eine Revolver. Darauf kann ich ja dann mal zurückgreifen, wenn ich überhaupt nichts mehr habe. Aber ansonsten bleibt es erstmal dabei. Ich mache nochmal eine Speicherung und dann geht's weiter. So. Dann raus hier. Okay, gehen wir weiter. Haben wir uns hier lang genug aufgehalten. Schauen wir nur mal, ob es hier... Hallo? Weg hier! Ah, hier. Hier haben wir auch was. Das lässt sich doch sehen. Kidman? Ja, Moment, ich kann warten. Oh! 1000 immerhin. Ich komme hier nicht durch. Aber hier ist auch nichts weiter, okay. Okay. Dann. Ah, hier nochmal Streichhölzer. Der war auch bald wieder voll. Okay. Ah, da sind sie. Ich muss schnellstens darüber. So. Oh nein. Ich glaube, ich muss genau... Das wäre das Vieh.
Ah, verstehe. Können wir da mal... Schneller, 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 schneller. Ich will hier durch. Scheiße. Hoch hier, hoch hier, hoch hier. Hoch, hoch. Halt die Klappe und lass mich... Warum lässt mich denn... Okay, ich weiß, was ich machen muss. Aber dazu muss ich die beiden Leichenlungentypen benutzen, um da reinzukommen. Oh, es ist ätzend, dass ich da nicht mehr hochkam. So. Okay, aber ich würde sagen, dies war es erstmal von der 36. Folge von The Evil Within. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Euer Darksaber. Bis dann.